Die Faszination der Radiologie. Ein Podcast von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Faszination der Radiologie. Seit ChatGPT im November 22 für jedermann öffentlich zugänglich wurde, ist dieses Tool und die KI im Generellen ja in aller Munde. Es gibt Kritiker, die fragen, in welche Richtung geht das Ganze, ist dem zu vertrauen, wie sicher ist das? Ja, ganz so unberechtigt ist das nicht. Es gibt natürlich noch keine Regulatorien dazu und man wird sich in naher Zukunft überlegen müssen, wie wir das Ganze sinnvoll und sicher einsetzen können. Heute mein Gast ist Herr Professor Dr. Heiko Alfke. Er ist Chefarzt an den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid und Radiologe. Er hat unlängst einmal einen Artikel dazu geschrieben über ChatGPT und die KI und darüber möchte ich heute mit ihm reden und diskutieren. Herr Professor Alfke, ChatGPT für Differentialdiagnosen, ist das etwas, was schon Realität ist oder was Sie sich als Realität wünschen? Beides, würde ich sagen. Also es gibt in der Tat schon auch erste Studienergebnisse zur Nutzung von ChatGPT oder anderen Large Language Models, die durchaus funktionieren zur Differentialdiagnostik. Die funktionieren unter anderem auch, wenn man in klinischen Settings zum Beispiel schauen möchte, welche Bildgebung aktuell die bestgeeignete ist. Also diese Methodik, wo wir ja gerade erst am ganz am Anfang stehen, die hat ein enormes Potenzial. Ich habe da auch selber schon ein bisschen mit rumexperimentiert. Die Aussagen, die man da bekommt, sind sehr detailliert. Und ich denke, das ist ein Tool, das man durchaus benutzen kann. Wie gesagt, wir stehen ganz am Anfang. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man in 5, 6 Jahren gar nicht mehr die üblichen verdächtigen Suchmaschinen nutzt, sondern praktisch über diese Sprachmodelle direkt auf Wissen aus dem Internet zugreift. Ich meine, wenn Sie sagen, Sie spielen sich damit, gut, jetzt haben Sie eine sehr hohe Fachkenntnis und können auch herausfiltern, ob Ihnen diese KI, sage ich jetzt einmal, auch fehlerhafte Sachen liefert. Wie ist es aber, wenn wir jetzt in die Zukunft gehen und vielleicht ein jüngerer Kollege oder eine Kollegin von Ihnen wird das anwenden, läuft man da nicht Gefahr, dass da etwas Unqualifiziertes dann mit in den Befund rutscht? Das ist durchaus möglich. Also diese ChatGPT und andere Modelle sind ja eigentlich keine echten Expertensysteme, sondern das sind Systeme, die darauf trainiert sind, aus riesigen Textdatenmengen zu lernen, welches Wort das nächste in einem am wahrscheinlichsten ist in einem Satz. Und deswegen kann es durchaus sein, dass da Fehler bei auftreten. Man kann die Systeme auch so ein bisschen in eine falsche Richtung drängen. Also wenn man sehr stark in eine Richtung überzeugt ist, also als Beispiel, mich hat meine Kollegin gefragt, ob die Atherosklerose nicht eigentlich eine psychische Erkrankung wäre. Und da würde ich natürlich als Experte für Gefäßerkrankungen sagen, das ist Unsinn. Aber man kann ChatGPT, indem man immer wieder nachhakt, doch in diese Richtung bringen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Generell ist es halt so, dass diese Sprachmodelle wahnsinnig viel Daten im Hintergrund haben, viel mehr als auch ein Experte je in seinem Leben lesen kann. Das heißt, man kann das sehr gut nutzen. Man muss aber wissen, wie man fragt. Man muss auch in der Lage sein, Fehler erkennen zu können. Das ist sicherlich richtig. Nicht umsonst ist es im Bereich der künstlichen Intelligenz, damit kann man ja auch mittlerweile sehr gut Bilder generieren. Da werden ja diese Prompts, wie die heißen, also diese Art und Weise, wie man so eine KI anfragt, damit man gute Ergebnisse bekommt, die werden teilweise schon verkauft. Also wie man die Frage stellt, ist entscheidend. Das heißt, da unterscheidet sich natürlich der Experte vom Laien.
Und natürlich können im Einzelfall auch mal Fehler auftreten. Das kann man dann nur als Experte wirklich erkennen. Möglichkeiten, das zu umgehen, gibt es aber auch. Man kann natürlich diese Modelle, das ist eigentlich nur eine Technologie, die kann man ja nicht nur also an allen möglichen Texten im Internet trainieren, sondern man sagt, nee, du liest jetzt bitte nur Empfehlungen der Fachgesellschaften, du liest bitte nur Texte von Peer-reviewed Journals ein, und dann hat man eine relativ gute Datenbasis. Das kann man durchaus machen. Also, es heißt, man wird nicht drum herumkommen, auch in Zukunft zu lernen, mit diesen Maschinen umzugehen. Definitiv. Also ich denke, ich kann mir gut vorstellen, also die jungen Assistenten, die nutzen ja heutzutage eh schon kaum noch Bücher im Dienst, sondern ihr Smartphone und haben dann so ihre Internetseiten. Da gibt es ja mittlerweile auch in der Radiologie sehr gute Informationsquellen oder ja, nutzen halt einer der üblichen Anfragestellen im Internet und versuchen Differentialdiagnosen zu ersuchen. Und das wird sicherlich in Zukunft sehr stark auch mit diesen Sprachmodellen stattfinden. Da bin ich fest von überzeugt, ja. Sie haben ja im Vorfeld geschrieben, dass Sie jetzt nicht unbedingt der Entwickler sind, sondern ein User für solche Modelle beziehungsweise für KI. Womit haben Sie sich denn schon beschäftigt oder was nützen Sie schon aktiv? Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. KI ist natürlich momentan so ein bisschen Modewort. Das heißt, das Marketing von Geräteherstellern, da ist momentan alles KI, was ein bisschen in Richtung Intelligenz geht. Und es gibt auch keine einheitliche Definition. Wir nutzen eigentlich in der Radiologie schon, also meine persönliche Definition von KI ist eigentlich eine Software, die Sachen macht, die normalerweise nur Menschen können oder die wir Menschen selbst nicht mehr können. Also die klassische Fourier-Transformation beim Computertomographen. Das ist ja eine Sache, die kann man sich auch mit einem DIN A4-Blatt per Hand rechnen. Oder bräuchte man wahrscheinlich für eine Computertomographie Wochen und Monate, um da den Datensatz auszurechnen. Das nutzen wir ja schon seit Ewigkeiten. Also auf Basis der Modalitäten, da tut sich momentan auch sehr viel. Das heißt, die Technologien werden immer besser mit Deep Learning-Methoden. Nutzen wir die Methoden zur Beschleunigung der Verfahren oder zur Rauschreduktion. Dann bei der eigentlichen Bildnachverarbeitung oder Bildbetrachtung, da nutzen wir auch schon, wir und viele andere Radiologien schon auch schon jahrelang Technologien, die man heute als intelligent bezeichnen würde, wie zum Beispiel die Lungengrundherzdetektion oder automatische Gefäßrekonstruktion beim Herz-CT zum Beispiel. Automatische Volumetrien nutzen wir am Herzen oder auch an der Leber. Da gibt es eine ganze Menge. Da entwickelt sich aber momentan auch sehr, sehr viel. Und was wir natürlich auch in der Radiologie nutzen, sind Techniken zur Workflow-Optimierung. Das fängt an von automatischen Hanging-Protokollen, was ja auch eine intelligente Lösung ist. Viele Radiologen müssen sich, und ich auch noch, teilweise müssen sich für jede Untersuchung nochmal selber die Sachen hängen. Und da gibt es mittlerweile auch schon Software, die das automatisch macht. Das geht aber in Zukunft auch so weit, dass die künstliche Intelligenz, und das ist der nächste Schritt, den wir auch in Lüdenscheid gehen wollen, im Hintergrund zum Beispiel Thoraxdiagnostik oder muskuloskeletale Diagnostik checkt und guckt, ob da irgendwelche Pathologien auftritt und diese im Befund-Workflow priorisiert. Halte ich für eine sehr sinnvolle Technik und was auf jeden Fall eine Technik ist, die sich meines Erachtens durchsetzen wird, sind diese Expertensysteme, die zum Beispiel im Hintergrund auf den CTs nach Schlaganfall oder Schlaganfall-Frühzeichen oder Blutungszeichen suchen und dann automatisch zum Beispiel das Interventionsteam und den Neurologen informieren, sei es über Smartphone oder über Pager, um einfach die Antwortzeit der Expertenteams wesentlich zu verkürzen. Das geht schon so weit, automatisch, dass die schon auf ihrem Handy eine Info haben, im Röntgen liegt einer, der dich braucht. Das gibt es, ja. Also mittlerweile es gibt Anbieter, die das schon verkaufen. Die sind auch Systeme, die schon abgenommen sind. Und weiß im Prinzip der Interventionsradiologe, wenn er Glück hat, noch vor dem Assistenten im Nachtdienst, dass da ein Patient mit einem möglichen Schlaganfall liegt und kann sich sofort aufs System schalten. Ist natürlich für Stroke und die Zeitgewinnung eine super Sache, ne? Ist ein Riesenvorteil.
Einziges Problem sehe ich darin, wenn man natürlich solche Tools hat, da gibt es ja auch schon Tools zur automatischen Frakturerkennung, darf ich dann noch sozusagen die Diagnostik verzögern? Also ich bin so ein bisschen Freund davon, dass jemand, der KI anwendet, auch ein bisschen Grundverständnis haben muss, weil diese Fe Systeme natürlich auch Fehler machen. Nur, also als Beispiel, wenn man jetzt weiß, der diensthabende Radiologe steht jetzt 2 Stunden bei einer Thrombektomie und es ist kein Radiologe mehr vor Ort und ich weiß, ich habe eine KI im Hintergrund arbeiten, die automatisch in der Lage ist, Frakturen zu erkennen, darf ich dann diese Ergebnisse direkt an den Unfallchirurgen schicken? Wahrscheinlich wird man das machen, weil man nicht möchte, dass eine Frakturdiagnostik unnötig verzögert wird. Auf der anderen Seite hat man dann Leute, die mit KI vielleicht nicht so umgehen können und dann einfach das blind glauben und eventuell ja, schon eine Behandlung anfangen von einem Fehlbefund. Wobei die Software mittlerweile recht gut ist, aber das sind so ethische Probleme, die wir noch lösen müssen. Da muss man noch mit umgehen lernen. Ich meine, ich habe jetzt mit diesen Befundsoftwaren, ich meine, ich kenne die, ich höre das auch immer wieder von allen möglichen Seiten, dass das angewendet wird. Aber oft sind es auch so, ich sage jetzt mal so Insellösungen. Ja, da beschäftigt sich einer damit und so weiter. Aber gibt es da jetzt schon einen breiten Diskurs in Ihrer Fachgruppe darüber, wie man damit umgeht, wo da ethische Grenzen sind? Oder ist das jetzt so ein Brausen an allen Ecken und Enden und man wird sich erst in ein paar Jahren da zusammenfinden. Na, ein paar Jahre würde ich nicht sagen, aber ich denke, dass mir geht es wahrscheinlich so wie vielen Kollegen, dass es gibt eine ganze Menge Angebote auf dem Markt und man kann sich jetzt nicht in so einer Abteilung wie bei uns jetzt zig verschiedene kleine Anbieter reinholen. Ich habe mir auch schon einzelne Sachen angeguckt, auch sozusagen in der klinischen Routine. Da gibt es aber zig verschiedene Anbieter. Im Moment geht der Trend so ein bisschen zu diesen Plattformlösungen, dass man entweder über seinen PACS-Anbieter oder über einen Teleradiologie-Anbieter oder über einen Drittanbieter sich praktisch die Option erkauft, verschiedene KIs mal auszuprobieren, sodass viele wie ich an der Schwelle zur Anwendung von diesen KIs sind. Es gibt aber schon dann viele Universitätskliniken oder auch nicht-universitäre große Abteilungen, auch große Praxisverbünde, die solche Software schon regelmäßig anwenden. Solange das abgeschlossen im radiologischen Workflow ist, sehe ich das auch als relativ unkritisch an, weil dann ja immer sichergestellt ist, dass zum Schluss nochmal ein Experte drauf guckt, ein Facharzt für Radiologie und dann schlussendlich den Befund freigibt. Das sehe ich auch als unkritisch an. Da sehe ich eigentlich nur Vorteile. Die KI nimmt uns langweilige Routineaufgaben ab, wie zum Beispiel Knötchen in der Lunge zählen und Knötchen detektieren. Die KI wird nie müde. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass auch wirklich immer jeder Knoten erkannt wird. Da sehe ich eigentlich nur große Vorteile drin. Nur schlussendlich dann auf Basis dieser Entscheidungen einer KI, dann Therapieentscheidungen zu treffen, da müssen wir sicherlich noch so ein bisschen Wege finden, was man tun kann und was man nicht tun sollte. Wenn wir jetzt so sprechen, Einzug in den radiologischen Alltag, also in den Befundalltag, keine 5 Jahre mehr, oder? Nein, also definitiv nicht. Das einzige Problem ist, wie gesagt, man möchte natürlich nicht zum Schluss irgendwie 17, 18 verschiedene Apps auf seinem Desktop haben. Das, was jetzt gerade entwickelt wird, da sind wir in Lüdenscheid noch nicht so weit, aber da gibt es schon Produkte, dass man im Prinzip sagt, okay, ich brauche eine Software, die mir Frakturen erkennt. Ich hätte gerne eine Software, die diese automatische Schlaganfalldetektion hat. Und ich will eine Software haben, die mir zum Beispiel Katheterfehllagen oder Pneumothoraces im Röntgenthorax automatisch im Hintergrund detektiert. Da muss es dann halt oder die Lösung gibt es auch schon. Da muss man sich eine Lösung kaufen, die das automatisch im Hintergrund macht. Das heißt, da ist eine Software, die erkennt, okay, das ist jetzt ein CCT, das geht an den Server und wird von der Software ausgewertet und die Ergebnisse werden zurückgeschickt. Das ist jetzt eine muskuloskeletale Untersuchung. Die geht auch über den Server und wird von der Software ausgewertet. Also man will die Sachen nicht händisch dahin schicken und zurückholen, dann hat man keine Arbeitserleichterung. Aber das sind Sachen, die gibt es schon auch auf dem Markt. Wie gut die jetzt funktionieren, da habe ich keine persönliche Erfahrung. Ich weiß aber von Kollegen, dass das zu funktionieren scheint. Und das ist die Zukunft. Und dann kann ich mir im Prinzip für das Portfolio meiner Klinik
dann im Prinzip überlegen, welche Anwendungen, mit welchen Anwendungen ich starten möchte. Ein Riesenproblem ist natürlich die Refinanzierung. Für KI zahlt niemand. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, was bringt mir das? Ich denke, bei diesen Lösungen, die ich anfangs nannte, Schlaganfall erkennen, automatische Informationen des Interventionsteams, da ist es relativ einfach, auch die Geschäftsführung zu überzeugen, weil es einfach so einen Benefit für die Patientenversorgung bringt. Und bei dem Rest muss man sich einfach überlegen, was kann man sich im Moment leisten, was will man sich leisten. Das ist ja generell jetzt schon zu einem Nadelöhr geworden, ne? Ich meine, auch bei der Geräteanschaffung, ich meine, die Geräte können immer mehr und sind immer, ja, leistungsfähiger, auch schon mit sehr viel KI ausgestattet, aber sie werden nicht gerade billiger und da ist halt auch die Frage, will und kann man sich das noch leisten dann, ne? Ja, und es ist ja heutzutage nicht nur die Hardware. Es ist ja auch so, dass die Software, die man mit den Geräten mitkauft, sich immer schneller entwickelt, sodass man heutzutage auch in der Regel teurere Wartungsverträge hat, weil man eben dann nicht sich ein CT oder ein MRT, die Standzeiten sind ja in der Klinik noch ein bisschen länger als in der Praxis. Da reden wir mal auch gerne über 10, 15 Jahre Standzeiten. Da möchte man dann natürlich nicht in 10 Jahren mit einer 10 Jahre alten Software arbeiten, aber das lassen die Firmen sich natürlich auch bezahlen. Das heißt, die Kosten insgesamt für die ganze IT-Infrastruktur, die steigen in den Krankenhäusern. Das ist natürlich gab es jetzt in Deutschland dieses Krankenhauszukunftsgesetz. Da gab es mal eine oder gibt es eine Finanzspritze auch zur Anschaffung solcher Systeme, aber wie das in Zukunft finanziert wird, die Fixkosten, die da ansteigen, das ist für die Krankenhäuser nicht so ganz einfach. Ich denke aber auch, dass es in vielen Bereichen geht der Weg nicht unbedingt daran vorbei. Also ich denke, dass es auch in Zukunft ein Wettbewerbsvorteil für die Häuser ist und die Patienten auch hier und da gezielt nachfragen. Es gibt ja so Anwendungen wie MS-Diagnostik. Das sind ja Patienten, die auch sehr gut informiert sind über ihre Erkrankung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Patient mit einer MS in 5 Jahren nicht mehr in Krankenhaus geht zur Verlaufskontrolle, wo im Hintergrund nicht eine Software läuft zur MS-Herddetektion, weil die Software, das sind so klassische Aufgaben, die eine Software besser kann als ein Mensch. Also zu gucken, ob jemand 31 oder im Verlauf 32, 33 MS-Läsionen im Hirn-MRT hat, das kann die Software einfach besser. Aber weil Sie gesagt haben, ein Marketingvorteil, können wir erwarten, dass das dann irgendwie auch nach außen transportiert wird? Oder ist das das, was jetzt Minister Lauterbach ja auch möchte, dass sich die einzelnen Häuser draußen mit diesen Dingen dann im Netz präsentieren? Also es wird sicherlich, wenn man natürlich so eine Invest macht, wird man damit auch nach außen treten. Ich glaube, es wird aber natürlich nur dann zum Wettbewerbsvorteil, wenn die Patienten das auch wahrnehmen, verstehen und irgendwann auch aktiv danach fragen. Und das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ich denke aber in solchen Bereichen, deswegen habe ich das Beispiel mit der MS genannt, dass Patienten mit chronischen Erkrankungen, die auch dann relativ gut dann belesen sind, dass die Ersten sein werden, die aktiv danach fragen. Und dann wird sich das immer weiter verbreiten. Also Sie haben die MS angesprochen. Wir haben ja einmal MS als Schwerpunkt gehabt bei uns im Podcast und auch so Selbsthilfegruppen dabei gehabt. Und das stimmt. Also die haben genau gewusst und haben gesagt, ja, diese Sequenzen sind erforderlich und das brauchen wir und das brauchen wir. Also die waren wirklich sehr, sehr gut informiert. Ich habe das gar nicht so vorher wahrgenommen gehabt, dass also da doch erstens einmal, dass ja die Gruppe der MS-Patienten nicht klein ist, aber dass die doch schon eine sehr gute Selbsthilfestruktur im Netz aufgebaut haben. Ja, gutes Beispiel, genau. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann irgendwann onkologische Patienten drauf schauen, wie wird denn meine Nachsorge gemacht? Ist das noch diese alte Art von Radiologie, so ein bisschen eher qualitativ beschreibend, Prosa, oder gibt's da schon oder wird eine von dem oder wird eine Software verwendet, die mit der man vernünftig quantifizieren kann? Und ich denke, dass das ja
Da sind wir aber, glaube ich, in Zeiträumen von 5 bis 10 Jahren, wo das denn eher flächendeckend eingesetzt wird. Das ist natürlich auch momentan, gerade dieses ChatGPT ist ja im letzten Jahr erst sozusagen geboren worden. Und wenn man sich jetzt anguckt in den letzten Monaten, was das für eine rasante Entwicklung genommen hat, kann man wahrscheinlich dieses Interview noch mal in einem Jahr führen und hat dann völlig neue Aspekte, die wir heute noch gar nicht kennen. Ja, wir haben vor 1,5 Jahren, haben wir, glaube ich, das erste Interview mit einem Radiologen geführt, der für die Frakturerkennung ein Programm mal getestet hat, ja. Und heute ist es bei ihm ein fixer Bestandteil. Er geht aber noch den Weg, dass er sagt, also er befundet erst und lässt zum Schluss noch die KI drüber schauen. Also, ob er was übersehen hat, er hat noch so ein bisschen, er sagt nicht, es ist nicht mangelndes Vertrauen, aber er nimmt es unterstützend, sagen wir mal so. Sportlicher Ehrgeiz vielleicht. Ne? Ja, vielleicht. Nein, also ich glaube, dass es in Zukunft wird das automatisch im Hintergrund mitlaufen und wird einfach ein Unterstützungstool sein. Und wenn ich mir auch angucke, wir sind jetzt ein großes kommunales Krankenhaus. Gerade in den großen Krankenhäusern ist in den Nachtdiensten so viel Workload, dass jede Befundunterstützung, glaube ich, gern genommen wird. Und wenn man ein Tool hat, was einem schon mal die Sachen vorscreent und mögliche Pathologika anzeigt, dann ist das eine sehr wertvolle Unterstützung. Ob das dann irgendwann dazu führt, dass Radiologen gewisse Dinge nicht mehr können und da vielleicht gar nicht mehr hingucken, das kann natürlich auch sein. Aber das gibt es in vielen Bereichen. Also ein klassisches Beispiel ist, seitdem ich mein Smartphone habe, kann ich mir auch keine Telefonnummer mehr merken, weil die sind im Smartphone einprogrammiert. Na, früher konnte man das. Man muss das halt wissen. Das heißt, wenn das Smartphone mal irgendwann weg ist, ist man diesbezüglich verloren. Aber das behindert mich jetzt im Alltag nicht. Ich kann also noch genauso gut telefonieren wie früher und so sehe ich das auch ein bisschen in der Radiologie. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Beispiel, also die berühmte Knochenalterbestimmung der kindlichen Hand, die mache momentan nur ich bei uns in der Abteilung. Und das ist so ein bisschen lästig, wenn man da immer nachschauen muss. Da gibt es auch Software für, die werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil das sehr, sehr wenige Untersuchungen sind. Aber wenn das dann irgendwann kein Radiologe mehr kann und ich habe eine Software, die macht das zu 100% perfekt, dann ist das nichts Schlimmes, finde ich. Insofern wird sich unser Berufsbild schon ändern. Es wird wahrscheinlich in Zukunft Routineaufgaben geben, die gar nicht mehr unbedingt menschlich gemacht werden, sondern auch menschlich kontrolliert werden. Das kann ich mir zum Beispiel auch sehr gut bei der Mikrokalkdetektion bei der Mammographie vorstellen, dass das gar nicht mehr aktiv vom Befunder gemacht wird, sondern von der Software. Da gibt es ja auch Software, mit der habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung. Aber wenn das Tool gut ist, warum nicht nutzen? Ja, also da gibt es ja, glaube ich, mittlerweile schon mehr Hersteller, aber die großen, ja, wie Lunit und so weiter, arbeiten ja da sehr in Richtung Unterstützung bei der Mammographie, ne, der große Koreaner. Ja, ich meine, es ist total spannend, weil ich meine, es gibt ja so die Unkenden, die sagen, also wir als MTR werden eines Tages einmal durch die Maschine ersetzt, ja, weil die kann eh alles schon alleine, da braucht von der Planung her, es muss halt nur noch jemanden geben, der jemanden auflegt, ja. Und der andere sagt, naja, und der Radiologe wird auch durch die künstliche Intelligenz abgelöst. Ich persönlich glaube es nicht, dass es so kommt, sondern es wird eine große Veränderung in unseren Bereichen kommen. Ich sehe aber schon so, der Berufsmangel ist so groß, dass man andere Lösungen suchen muss bei uns. Es wird schon noch Bereiche geben, wo wir einfach per se als Mensch vonnöten sind. Ne? Das sowieso. Ich denke, also diese Angst habe ich überhaupt nicht, dass der Radiologe oder die MTR ersetzt wird. Das Arbeitsumfeld wird sich ändern. Also bei den MTR ist es, glaube ich, das Hauptproblem in Anführungszeichen, dass im MRT-Bereich zum Beispiel die Untersuchungen wahnsinnig schnell werden. Ja. Ja, früher war MRT so ein bisschen wie PET-CT, ja. Patient draufgelegt, halbe, dreiviertel Stunde Untersuchung, dann in Ruhe den nächsten. Heutzutage unsere Routineprotokolle für die Neurobildgebung sind teilweise im einstelligen Minutenbereich mittlerweile. Ja, das ist fast wie CT.
Das ist ein Punkt. Auch für die Radiologen ist es halt so, dass eben gewisse Sachen in Zukunft nicht mehr durch den Menschen gemacht werden. Auf der anderen Seite haben wir ja eher das Problem, dass diese Zigtausenden von Scans, die wir am Tag haben, uns ja praktisch erschlagen. Das kann ja kein Mensch mehr sich anschauen. Das heißt, das sehe ich eher als eine Unterstützung. Und auf der anderen Seite ist es dann auch wirklich eine Chance, dass man sagt, die MTR konzentriert sich wieder eher auf die direkte Beziehung zum Patienten. Das heißt, schafft ein vernünftiges Umfeld, kommuniziert mit dem Patienten und sorgt für eine ruhige Untersuchungsumgehung. Und die Technik im Hintergrund macht schwerpunktmäßig die Software. Und die gleiche Chance kann der Radiologe nutzen. Ich interagiere mehr mit dem Patienten, kann dann Befunde auch mündlich mitteilen, dem Patienten erklären. Das ganze Umfeld wieder so ein bisschen weniger technisch zu machen, sondern mehr empathisch. Die Chance haben wir mit der Technologie. Deswegen sehe ich das eigentlich eher als Chance für die Radiologie als das Risiko. Man muss sie halt nur entsprechend nutzen. Man kann natürlich auch den ganzen Laden dann komplett auf Automatismus und auf noch mehr Durchzug organisieren. Das wäre dann sozusagen die schlechte Nutzung dieser Option. Ja, das ist halt, wenn wir jetzt schon sehen, wie viel Private Activity drinnen ist in den Praxen, es ist halt die Frage, in welche Richtung man dann denkt, ja. Wenn man dann sagt, für einen ganzen Konzern kaufe ich einmal diese Software ein, es ist egal, wie viel sie kostet, aber sie erspart mir all along so und so viel Köpfe. Ja, Die das Gefahr ist sehe aber ich jetzt immer. nicht ein Problem der Software, also die Radiologie oder viele Radiologinnen und Radiologen haben so ein bisschen entschieden, die radiologische Leistung zur Ware werden zu lassen, was ich für eine Fehlentscheidung halte. Das gibt es auch in den Kliniken, weil wir unheimlich unter Druck sind, auch Untersuchungen durchzuführen, wo man als Radiologe vielleicht sagt, das muss jetzt nicht gerade unbedingt sein. Auch da gehen viele auf den Weg des geringsten Widerstandes und sagen, okay, es ist halt eine Leistung, die wird angefordert und wenn die angefordert wird, wird sie erbracht. Das kann man natürlich mit Software deutlich beschleunigen. Also wie ich immer so schön sage, wenn man schlechte Prozesse digitalisiert, werden es schlechte digitale Prozesse und dadurch wird nichts besser. Aber die Chance hätten wir. Ein Aspekt, der mir noch wichtig ist, ist, wenn man bei diese KI anwendet, dann muss man aufpassen, dass die KI letztendlich eigentlich nicht entscheiden kann und soll. Also KI kann nie eine Entscheidung über Leben und Tod oder ob der Patient operiert wird oder strahlentherapiert wird oder nicht behandelt wird, weil für so eine ethisch relevante Entscheidung braucht der Patient und der Angehörige und auch der Arzt vor sich immer eine Begründung. Warum entscheide ich mich jetzt für eine Operation? Warum entscheide ich mich für eine Strahlentherapie? Und das kriege ich aus so einer KI irgendwann nicht mehr raus, weil die KI wird trainiert auf Datensätzen und dann kommt eine Entscheidung raus, Operation oder Bestrahlung oder nichts machen. Und wenn man das einfach so übernimmt, dann kann man niemandem mehr dann irgendwann sagen, warum ich mich so entschieden habe. Da muss man einen klaren Riegel vorschieben. Da müssen auch die Fachgesellschaften klar regeln, dass da immer noch ein Arzt dahinter stecken muss, genau wie die MTR immer noch entscheiden muss. Der Scan wird jetzt so gefahren, das kann nicht die KI schlussendlich komplett alleine machen. Die kann unterstützend wirken, kann mir helfen bei dem Job, aber letztendlich die Verantwortung muss immer die handelnde Person haben. Ja, vor allem, ich finde es ja insofern gefährlich, denn irgendjemand, irgendetwas trainiert ja diese KI und man gibt ja auch dort Grenzen vor, ne? Also sagt man dann, naja gut, ab 95 oder ab 80 oder wie gefällt es uns heute, wo setze ich die Grenze ein und sage, bei dem machen wir dann nichts mehr, ne? Also da würde ich so ein ungutes Gefühl bekommen. Definitiv. Also da ist natürlich das ist der eine Aspekt, dass natürlich, das hat man gerade am Anfang auch gelernt, dass die KI denn zum Beispiel auf einmal rassistisch war, weil sie nur an weißen Menschen trainiert wurde. Da gab es ja ganz am Anfang so Aspekte der Gesichtserkennung, die funktionierte bei Weißen ganz gut und Schwarze wurden dann nicht als Menschen erkannt. Das hängt einfach so von, ja, wer programmiert die Software, woran denkt derjenige? Das kann man sicherlich durch gute Datensätze verbessern und diese Probleme kann man damit
abschaffen. Ich meine was anderes, wenn wir verstehen ja irgendwann, wenn wir diese Daten, wenn wir diese KI an Riesendatensätzen trainieren, verstehen wir irgendwann nicht mehr, warum oder was da genau stattfindet. Also die Informatiker nennen das dann Heuristiken. Die KI lernt an Riesendatensätzen und kann dann auf einmal ja Pferde von Katzen unterscheiden und kann im Riesendatensatz Pferde und Katzen heraussuchen. Aber wie die KI das macht, das weiß keiner mehr. Das wissen auch nicht die Leute, die KI in Anführungszeichen entwickelt haben. Und gerade bei diesen ganzen Deep Learning Modellen, die lernen ja selber an den Datensätzen. Und wenn ich dann einen Patienten vor mir habe und sage, ja, bei Ihnen hat die KI entschieden, dass eine Operation nicht mehr sinnvoll ist, und der Patient sagt, ja, warum denn? Und ich sage, ja, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich dann, Ja. das geht natürlich nicht. Also wir müssen immer diese Entscheidung, die wir aufgrund von der KI treffen, müssen wir immer noch begründen können. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, kommen wir aber wieder zum Anfang zurück. Es braucht letztendlich immer den Experten vor der Maschine. Ja, definitiv. Also, dass einer dort geht und sagt, naja, ich weiß eigentlich nicht, ich lasse mir jetzt mal von der Maschine sagen, wie ich weiter tue. Das wäre eigentlich dann der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Ich sage mal so, das ist wie immer im Leben ein klares Jein. Also wenn ich jetzt eine Abteilung habe mit 4, 5 MR-Scannern und ich habe einen riesen Fachkräftemangel, dann kann ich natürlich sagen, okay, also ich setze nicht so geübte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Geräte und mit den modernen Unterstützungstechnologien können die dann die Scans fahren. Aber ich brauche natürlich immer mindestens ein oder zwei Expertinnen, die man dann fürs Troubleshooting benutzen kann. Und was natürlich bei jeder KI auch so ist, deswegen sitzen ja auch in den Flugzeugen, das sind ja mittlerweile auch Maschinen, die mit eigentlich KI gesteuert werden, immer noch ein Pilot, weil was KI nicht kann, KI lernt ja immer an vorhandenen Datensätzen, an alten Daten, Anführungszeichen. Und wenn was völlig Unerwartetes auftritt, dann ist die KI in der Regel überfordert. Das kann die sicherlich in Zukunft auch ein bisschen lernen, aber wenn ich jetzt im MRT zum Beispiel einen neu aufgetretenen Artefakt habe, weil, was ich was, die Kabine irgendwo ein Problem hat und ich kriege da Störsignale rein und die KI ist darauf nicht trainiert, dann wird sie Fehlentscheidungen treffen. Und dann muss eine erfahrene MTR da sein und sagen, nee, das ist ein Artefakt, deswegen ist der Planungs Scan jetzt kann ich trotzdem verwerten, aber ich muss halt anders kippen, als die KI jetzt entschieden hat, weil die auf dem Artefakt reingefallen ist, etc. pp. Oder ich habe im MCT irgendwie ein Artefakt, dann kann die KI vielleicht den Datensatz überhaupt nicht mehr auswerten, aber für die Menschen ist es in der Regel kein Problem. Deswegen würde man aber nicht jetzt nicht das CT wiederholen, weil die KI diesen Datensatz nicht auswerten kann. Und da gibt es viele Beispiele und deswegen wird es auch immer so sein. Oder ich habe ein relativ modernes Auto. Die sollen ja auch bald autonom fahren und bei schlechtem Wetter, das gibt es im Sauerland ja häufiger mal, fällt ständig die Sensorik aus. Ne? Dann ist der Wagen blind. Also da gibt es viele Beispiele, deswegen habe ich keine Bange, dass die KI uns ersetzen wird. Aber wir brauchen Gott sei Dank auf Ihrer Seite und auf der Seite der MTR doch noch die Experten. Herr Definitiv, definitiv. Ja. Professor, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview. War ein total spannender Einblick. Nämlich auch einmal, man hört es ja oft nur präsentiert, aber Sie leben es ja schon und Sie binden es ja schon in Ihren Alltag ein. Vielen Dank für Ihre Informationen dazu. Und ja, vielleicht schauen wir mal in einem Jahr, wie weit wir sind. Und dann ist vielleicht ganz spannend, dieses Interview mal zu hören und sagen, ups, da ist ganz in eine andere Richtung gegangen. Ne? Ja, Aussagen sind ja immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich bin auch mal gespannt, wie das Feld sich entwickeln wird. Ja. Auch ich danke für das Gespräch, war sehr interessant. Ja, liebe Zuhörer, ChatGPT und Co. haben also schon längst bei uns im Alltag Einzug gehalten. Ob wir es jetzt als spannende Herausforderung sehen oder ob wir uns davor fürchten, ja, da muss jeder seinen eigenen Zugang dazu haben. Ich für persönlich finde es halt sehr wichtig, dass wir uns intensiv mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und ja, es sollte halt nicht passieren, dass wir den Zug verpassen und eines Tages in dieser neuen Arbeitswelt uns ausgeschlossen fühlen. Wenn Sie Informationen über diesen Podcast suchen, dann besuchen Sie doch die Homepage von der Dorina unter www.
www.dorina-petersen.de oder kommen Sie auf meine Homepage unter www.stefan-geisbichler.at. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie bei Ihrem Streamingdienst diesen Podcast abonnieren oder wenn Sie uns auch auf Facebook besuchen. Vielen Dank, dass Sie heute wieder zugehört haben und bis zum nächsten Mal sage ich Servus. Sie hörten den Podcast Die Faszination der Radiologie von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.